Die Krebsschere ist eine Wasserpflanze, die sowohl in der Natur wie auch in Gartenteichen vorkommt. Die Pflanze bildet lange Ausläufer, über die sie sich mehr vermehrt als über die Samen. So bildet sie oft große Teppiche in Tümpeln, Gräben und Altwasser. Angler entfernen die Teppiche schon mal, was unzulässig ist, denn die Krebsschere ist eine geschützte Pflanze. Wenn ihr sie in eurem Gartenteich haben möchtet, kann man sie im Fachhandel erwerben. Krebsschere heißt die Pflanze, weil ihre Hochblätter wie Krebsscheren aussehen. Da sie aber auch dem Aloe ähneln, nennt man die Pflanze auch Wasseraloe. Die Krebsschere wächst in Wassertiefen bis zu 2 Metern und blüht von Mai bis August. Der wissenschaftliche Name ist Stratiotis aloides. Der Artname aloides bezieht sich auf die Ähnlichkeit der Krebsscherenblätter mit eben dem Aloe. Stratiotis aus dem Griechischen für Krieger in Bezugnahme auf die schwertförmigen Blätter. Die Pflanze wurde den Froschbissgewächsen zugeordnet. Zu denen gehört natürlich auch der eigentliche Froschbiss, aber auch das Pfeilkraut. Früher nutzte man die Krebsschere als Schweinefutter, natürlich nur dort, wo sie in Massen vorkam, und zur Gründüngung von Äckern und Gärten. Immerhin enthält die Pflanze viel Kalium und Phosphor. Die grüne Mosaikjungfer, eine Edellibelle, hat sich bei der Eiablage auf die Krebsschere spezialisiert. Hier sieht man wieder die engen Beziehungen zwischen Flora und Fauna.